willkommen zurück zu VVVVV mit wunderschöner Musik und endlich wieder Rätseln. Und diesmal mit einem speziellen neuen Element, nämlich wenn man oben rausgeht und kommt dann unten wieder rein und andersrum. So eine Art Portal für Arme, könnte man sagen. As you like it, meinen sie wahrscheinlich, ich kann in beide Richtungen durch. Also, theoretisch könnte ich das, wenn ich es könnte. So rein theoretisch. Wenn ich gut wäre, könnte ich das wahrscheinlich. Ich glaube, von unten nach oben ist schwerer, oder? Oder bilde ich mir das ein? Moment, was? Ich kann da einfach nach rechts drücken, da passiert nichts. Ich dachte, wenn ich da zu nah dran bin und falle und direkt rüber gehe, dann komme ich an die Staffeln dran. Ist ja viel einfacher, als ich dachte. Meine Güte. Das ist zum Teil echt so hässlich. Da kann ich hin. Genau. Nach rechts rüber komme ich jetzt leider nicht. Moment, was? Nee. Ich gehe da runter. Dann gehe ich da hoch. Genau. Das ist gerade alles, was ich zurzeit machen kann, oder? Oder wie komme ich da hoch? Ach so, ja, von hier aus natürlich. Na klar. Wie denn sonst? Ich habe vergessen, dass links und rechts verbunden sind. Und hier unten geht es natürlich dann weiter. Yay! Teleporter! Wieder das Wurmloch. Nee, das war blöd. Nee. Ah, ich kann da einfach runter. Natürlich. Voll einfach. Uah. So funktioniert das. Jetzt will ich wahrscheinlich nach unten fallen. Das aussieht? Ja, das sieht gut aus. Das passt. Sweeney's Maze. Gestern oder vor einigen Tagen wurde ich einen Korridor lang gejagt von einem riesigen Würfel, auf dem das Wort Avoid stand. Also vermeide mich. Diese Sicherheitsmaßnahmen gehen zu weit. Oh, Moment. Was? Das ist ein Gegner. Ah, schnell weg. Hilfe. Okay, das ist also nichts zum Draufstehen. Moment, aber ich kann doch auch nach oben fallen, oder? Ich hab auch gelacht. Naja, so wird das nix. So wird das auch nix. So wird das was. Genau. Das meinen sie natürlich mit meinem Digger. Ich muss, hier. Nee, also beim Umdrehen quasi muss ich den... Naja, ihr wisst schon, die Lücke zwischen dem obersten und untersten Teil erwischen. Und der einzige Weg in das private Labor, das wahrscheinlich das abgesiegelt ist, ist durch den Teleporter. Ich habe sichergestellt, dass es für unautorisierte Menschen oder für unautorisiertes Personal schwierig ist, reinzukommen. Na, vielen Dank auch. Nein! Ich muss da nach links. Moment. Das muss ich mir kurz angucken. Ich gehe da hoch. Dann muss ich in der Lücke nach rechts. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geht das denn? Okay, so irgendwie. Und und dann gleich nach rechts. Okay, alles klar. Und dann das gleiche nochmal. Okay, meine Güte. Heute bin ich aber schwer vom Begriff. Das war zu früh. Das war zu weit rechts, zu weit links. So, das wollte ich mir jetzt aber gönnen. Wenn ich mir den Krampf schon gebe. Nein! Moment, wie komme ich jetzt? Ach so!
Das war vollkommen unnötig, ich hätte einfach da hochgehen können, ich Depp. Wie unnötig. Meine Güte. Doch, ja, genau, hier gibt es noch diesen Teleporter. Und jetzt ab in die Fledermaushöhle oder Batman-Höhle. Was meint er wohl? Ich weiß es nicht. Moment, was habe ich denn gerade hier gemacht? Das war doch nicht richtig so. Hier rüber. Dann da runter. Dann da hoch. Und hier rein, genau. Und ja, wunderbar. Nein. 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 Stell dich nicht so an. So, genau so. Genau so. Nein, so nicht. Nein. Besser. Ja, sehr schön. Ich liebe dich, sagt dieser Level. Und man sieht es ihm auch an, nicht wahr? So, was tue ich jetzt? Das hier? Das war knapp. Knapp. Ah, ne, richtig. Und weil er mich liebt, muss er mich töten. Oder weil es mich liebt, muss es mich töten. Das ist sowas, finde ich traurig. Warum musst du mich töten? Muss das wirklich sein? Nur weil das... ein gebrochenes Herz. Gebrochenes Herz, okay. Sehe ich ein. Beides koordinieren, hä? Nein, alle drei. Okay, hier bin ich erstmal in Sicherheit. So, jetzt. Oh, meine Güte. Hey, Vermilion müsste das sein, ne? Captain, ich hatte mir solche Sorgen gemacht. Ach nee, Verdigris. Natürlich, Verdi ist natürlich grün. Dir geht's gut. Ich habe versucht rauszukommen, aber ich laufe immer nur im Kreis. Ja, das liegt an dieser komischen Geometrie hier. Ich kam vom Schiff und wollte mich von hier aus auch zurück teleportieren. Geht's den anderen allen gut? Wie geht's zu Violet? Ja, ja, der geht's gut. Sie ist auf dem Schiff. Super, dann lass uns losgehen. Los geht's. Green Dudes can't flip. Ach so, er kann natürlich nicht flippen, genau. Die ganzen Leute, die wir folgen, können nicht flippen. Dann darüber. Muss ich ihn jetzt zum Teleporter bringen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich mach's mal einfach, weil es geht. Nein, nicht so. Nein, auch nicht so. Ja, so. Nein, da war er doch. Ja, sehr schön. Jetzt aber. Wahrscheinlich hätte ich es tun müssen. Auf jeden Fall war es lustig. Ja, nur noch ein Crewmitglied zu retten. Weiter geht's. Oh oh. Nicht schon wieder. Verdigris, wo bist du? Na? Keine Sorge, ich rette dich. Okay. Hui. Kann ich jetzt hier eigentlich wieder zurück? Ja, tatsächlich. Na gut, das ist der neue Abschnitt. Und beim nächsten Mal werden wir dann sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.